man einen Muslim, der zum Beispiel spielsüchtig oder alkoholsüchtig ist, dadurch arm ist, Zakat zahlen? Darf man einen Muslim, der spielsüchtig ist, alkoholsüchtig ist, kein Geld hat, von der Zakat geben? Allahu alam, wenn wir davon ausgehen, dass er arm ist. Er ist arm. Wir können dann nicht sagen, ja, er ist arm aufgrund seiner Spielsucht, deswegen dürfen wir ihm nicht Geld geben. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Natürlich hat er sein Geld verbrasselt sozusagen, aber wenn er arm ist, dann in dem Moment nichts zu essen hat, nichts zu trinken hat, dann können wir nicht sagen, ja, guck mal, du hast dein Geld vergeudet, wir helfen dir nicht. Wir müssen ihm trotzdem helfen, aber gleichzeitig müssen wir ihn ermahnen und ihn dazu bewegen, dass er nicht mehr sein Geld vergeudet und einfach so durch Spiel und Alkohol sein Geld verballert, ja, verbrasselt. Genau. Also in diesem Fall ist es eigentlich so, dass man, wenn zum Beispiel jemand alkoholsüchtig, spielsüchtig ist, dass man ihm verbietet, mit Geld zu handeln oder mit Geld umzugehen. Vielmehr muss man dann für ihn einkaufen und für ihn das Geld dann benutzen. So wie Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ. Und gibt den Unzurechnungsfähigen nicht euer Geld. Das heißt, jemand, der zum Beispiel spielsüchtig ist, jemand, der ein Safih, der mit Geld nicht umgehen kann. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, aber gibt ihnen Kleidung und gibt ihnen Nahrung und sagt ihnen ein gutes Wort. Das heißt, in dem Fall muss man ihm trotzdem helfen und ihm ein gutes Wort geben, aber aufpassen, dass er nicht das Geld bekommt. Das heißt, seine Frau zum Beispiel, wenn er verheiratet ist, sie darf ihm kein Geld geben. Seine Eltern, wenn er bei seinen Eltern lebt, dürfen sie ihm keinen Cent geben. Das heißt, sie müssen sein Geld verwalten. Das ist das richtige Wort dafür. Wallahu a'lam. Ya dhakiran al-ashab, kum mutaddiban.